Moin Moin und willkommen zurück zur nächsten Ausgabe der Flaschenpost. Wir machen es kurz und schmerzlos. Wir haben zwei Themen für euch. Und zwar geht es einmal um ein Update, was jetzt gerade eben erst angekündigt wurde, nämlich Update 08201. Was wird denn da jetzt geändert? Es wird kein Matchmaking mehr geben, wo drei Flugzeugträger in einem Gefecht sind. Und zwar auf der Tierstufe 10. Ja, okay, ist noch nicht der ganz große Griff. Aber auf der Tierstufe 10 könnt ihr keine drei Träger mehr in einem Gefecht haben. Zwei Träger wird es in Zukunft nur noch dann geben, wenn Spieler länger als 3 Minuten auf ein Gefecht warten. Also wenn Flugzeugträger-Spieler länger als 3 Minuten auf ein Gefecht warten, dann wird es zwei Flugzeugträger im einen Gefecht geben. Und wenn Flugzeugträger-Spieler weniger als 3 Minuten warten, wird nur noch ein einziger Flugzeugträger gegeneinander gematcht. Das ist so ein sogenanntes Soft Limit, was da eingeführt wird. Die ersten 3 Minuten der Wartezeit kann der Flugzeugträgerspieler sich quasi also sicher sein, dass er nur noch 1 gegen 1 gematcht wird und nicht mehr die ganze Beute sozusagen mit einem Kollegen in seinem Team teilen muss. Es wird in Zukunft gar nicht mehr möglich sein, wie gesagt, drei Flugzeugträger auf einer Seite zu haben, also dass ihr quasi 6 Flugzeugträger in einem Gefecht habt, das ist doch schon mal eine ganz tolle Sache. Wichtig bei der Sache zu erwähnen ist, wenn ihr da draußen T8-Trägerfahrer seid, dann ist das Matchmaking weiterhin unverändert, weil diese Veränderung betrifft nur T10-Flugzeugträger, also Gefechte mit Schiffen der Tierstufe 8, 9 und 10, ja, aber als T8-Träger hat man ja Gefechte zur Tierstufe 9 und Tierstufe 7 und sogar zur Tierstufe 6 im extremsten Fall. Das heißt, hier geht es nur um die allerhöchste Stufe überhaupt, nämlich T10, T9 und T8 kombiniert sozusagen. Also, ich denke, das ist soweit klar. Ich kann es gerade nicht besser ausdrücken. Ich denke, ihr habt es verstanden. Der nächste Punkt ist, und zwar gab es ein Problem mit den abgeworfenen Bomben. Und zwar dann, wenn die Ellipse das Schiff, was man bombardieren wollte, nur noch ganz knapp berührt hat, weil man sich verschätzt hat. Dann gab es trotzdem in der letzten Zeit halt einen Fehler, sodass immer noch mehrere Bomben dieses Schiff treffen konnten, obwohl man nur eine ganz Kleinigkeit des Schiffes sozusagen berührt hat. Und das wird in Zukunft eben nicht mehr möglich sein, sondern es wird halt jetzt realistischer sein, dass dann halt der größte Teil der Bomben oder sogar alle Bomben ins Wasser fallen. Und der letzte Punkt, der hier noch korrigiert wird, ist eben die Funkortung. Es gab wohl irgendwie Situationen, wo man trotz der Zerstörung des eigenen Schiffes irgendwie noch die Funkortung sehen konnte, wo dann der nächste Gegner ist und all so eine Sachen. Also, das ist ein bisschen merkwürdig. Es wird jetzt hier nicht von einer Server-Downtime berichtet. Das ist schon mal cool. Und es wird auch nicht davon berichtet, dass ihr irgendwelchen zusätzlichen Content runterladen müsst, weil das ist natürlich nur ein Server-Update und es braucht für euch keine zusätzlichen Inhalte runtergeladen werden. Ja, das ist das, was man zu einem Update 08201 sagen kann. Am Ende ist es etwas, auf das ihr wahrscheinlich schon lange gewartet habt und zumindest auf der höchsten Tierstufe wird das jetzt erstmal eingeführt. Vielleicht ist es da erfolgreich und das wird dann auf den anderen Tierstufen auch eingeführt, wobei sie hier sagen, dass auf halt T8, T6 und T4 Träger sehr viel weniger Einfluss noch auf die Gefechte haben als T10 Träger und deswegen da diese Mechanik erstmal nicht integriert werden soll. Und es sind ja nun mal sehr viele Flugzeugträger im Umlauf und deswegen können sie das auch nicht überall durchsetzen, aber auf der hohen Tierstufe werden sie es erstmal tun. Nächster Punkt ist dann der Rekrutierungsposterwettbewerb oder der Posterwettbewerb. Wir hatten ja eine ganze Zeit oder vor einiger Zeit schon darüber berichtet und zwar ging es darum, dass ihr etwas entwerfen solltet, Bilder entweder für euren Clan als Clan-Rekrutierungsposter oder ein Poster für World of Warships sozusagen als Werbeposter. Ja, ihr habt so ein bisschen hier die künstlerische Ader wirken lassen und gewonnen haben den Clanpreis Zema, nämlich Neo Petra. Der hat hier ein Poster entworfen, das hat Platz 1 bekommen. Der Clan erhält 1000 Öl plus 3 kleine Mondcontainer für jedes Mitglied, was der Clan hat. Also das ist doch schon eine ganze Menge Öl. Und es gibt 3 große Mond-Neuer-Container plus 30 Tage Premium-Spielzeit für ihn. Also einmal für den Clan und einmal gibt es für ihn nochmal was on top. Sind ganz nette Poster dabei. Ich will jetzt hier nicht durch jede Belohnung durchgehen. Ist echt eine coole Sache. Haben sich echt viele Leute was einfallen lassen. Das hier sind auch alles die Clan-Belohnungen. Und unten
geht es dann weiter. Individuelle Preise, da ging es dann eben darum, wenn man für World of Warships ein Poster entworfen hat und nicht für einen speziellen Clan. Und da erster wurde, dann hat man T8 Premium-Schiff als Überraschung bekommen, als im zweiten T7, im dritten T6 und so weiter. Ja, also hier sind auch, da sind ganz coole Poster dabei. Ihr werdet den Link zu dieser Seite natürlich wieder unten in der Beschreibung finden. Und da könnt ihr euch dann selber nochmal die Poster ein bisschen angucken. Ich bin gespannt, ob wir das demnächst oder so in der gleichen oder so ähnlicher Form dann irgendwie wiederfinden, weil Wargaming sich ja die Rechte an diesen Grafiken gleich mitgesichert hat sozusagen. Das war ja in der Ausschreibung damals schon mit zu lesen. Ja, und das war es auch schon wieder mit der Flaschenpost. Kurz und knackig, knapp 6 Minuten volle Informationen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst mir bitte ein Abo da, wenn ihr es noch nicht abonniert habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, weil dann werdet ihr über neue Videos informiert, sonst eben nicht. Wenn es euch gefallen hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, Daumen nach oben da lassen wäre ganz toll. Konstruktives Feedback ist immer erwünscht bei uns. Und eine Weiterempfehlung, dafür wäre ich euch sehr dankbar. Und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise am 9.4. um 20.30 Uhr natürlich im Livestream, also jetzt gleich sozusagen. Ne? Haut rein, bis hinterher. Ciao, ciao.